Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Eigentlich wollte ich ja in dieser Folge mit euch anfangen, die Erzverarbeitung zu bauen. Aber ich habe festgestellt, dass ich ein kleines Problem habe. Ja, weil wir brauchen ja da drüben richtig viele Maschinen. Und ich habe jetzt momentan noch 34 Integrated Logic Circuits. Ich brauche ja, wenn ich eine MV-Maschine herstellen will, zwei davon, um einen davon herzustellen. Und ich brauche davon einen, um den da einmal herzustellen. Dadurch, dass wir mindestens noch einen Maserator brauchen und ich mal so grob überschlagen habe, fast einen Stack an Maschinen mit 16 Ohrwasch, 32 Ohrwasche, 16 Siftern und 16 Zentrifugen. Ungefähr so Pi mal Daumen, reichen mir natürlich die Circuits nicht. So, dann ist natürlich geguckt, Circuit Board Nummer 2 ist kein Problem, Circuit Board Nummer 3 so halb ein Problem. Wo ich ein richtiges Problem habe, ist bei den Circuits selber, also bei den Circuit Boards, weil man braucht ja dafür die schönen Holzplatten. Für die Holzplatten brauche ich Woodpulp. Und Woodpulp muss ich durch den Kompressor prügeln, damit ich da genügend rauskriege. So, dadurch, dass wir aber noch nicht die Möglichkeit haben, was Besseres zu nehmen als Poly. Ja, ist halt mein Problem. Wir brauchen Woodpulp. Woraus kriegt man Woodpulp? Okay, ich könnte jetzt hingehen und sagen, okay, wir hauen jetzt den schönen Wald hin, wo wir hier haben. Um uns rum, einfach tot, sagen wir waren es nicht und spielen ein bisschen komische Regierungsleute, die muss sagen, ja, es hat nichts damit zu tun, dass wir, wenn wir den Wald abrunden, dass es wärmer wird. Nein, sondern wir werden auch den Wald roden, den wir hier roden müssen, aber wir forsten auch wieder auf. Ne? Momentan habe ich ja hier sozusagen so eine Art Birkenwald, weil ja irgendwann, wenn er die normalen Wälder ja da drüben gesetzt, wenn wir mal so weit sind und auch genügend World Anchor haben, weil wie gesagt, die World Anchor, die wo wir gerade haben, die werden ja zuerst dann so aufgebaut, dass ich sagen kann, okay, Erzverarbeitung ist mittig und dann wird es peu à peu so aufgestellt, dass es heißt, okay, wenn jetzt die drei Chunks dann fertig sind, dann sind das die drei Chunks. Dann kommen die drei Chunks. Beziehungsweise, nein, der nicht. Aber die Chunks, das heißt, wir müssen die World Anchor ja so aufbauen, dass wir alles geladen haben. Ne, wenn wir jetzt da unterwegs sind, weil bringt mir nichts. Dann natürlich auch. Ne, bringt mir natürlich nichts. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt, da produziere ich das Wasser, was ich hier brauche, wird nur leider nicht dahin transportiert, weil, nö. Ja, und wenn man das halt alles unter die Straße baut, muss man die Straße halt auch einen World Anchor mit reinziehen. Ja, und das halt alles aufbauen. Und man hat halt nur 3x3 und das dann halt hochziehen. Wenn ich das alles hier fertig habe, dann kommt das, was wir jetzt heute machen, als nächstes, beziehungsweise auch vielleicht irgendwann da hinten und dann da hinten halt als übernächstes. Das heißt, wenn wir nicht da sind, wird da trotzdem alles geladen, damit wir da so schön brav die Bäume wachsen, wenn wir auch nicht in der Nähe sind, weil da vorne wächst ja, glaube ich, nichts, wenn wir jetzt hier rumstehen. Bei den Feldern ist es ja auch so. Und da will ich auch noch Gewächshäuser hinbauen. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja ein Problem. Ja, fürs Woodpulp braucht man Holz. Ja, also wie gesagt, ich kann jetzt den Holz, den ganzen Wald hier fällen und hier fällen und da fällen. Ja, wie gesagt, wird zwar teilweise auch passieren, wenn wir halt so weit dann sind. Ja, es muss halt leider da das Baum weichen.
Aber es wird ja auch noch aufgeforstet, wie gesagt, hier und da kommen auch noch vereinzelte Bäume. Ist egal. Ich merke schon wieder, ich schweife ab. Aber wir haben ja sozusagen hier den Bereich. Zuerst habe ich ja gedacht, okay, ich baue hier nach vorne, mache hier nochmal eine Treppe hin, dass ich hier eine Treppe habe und hier eine Treppe habe, dass ich hier auch hochlaufen kann. Da bin ich mir jetzt bis jetzt noch nicht sicher, weil dieser Bereich wird ja auf jeden Fall noch rüberlaufen, weil das ist auf jeden Fall zu wenig Holz, was wir noch kriegen. Ja, da habe ich mir gedacht, naja, wenn ich natürlich aber hier jetzt die Treppe weglasse, ja, sondern ich kann hier mehr machen. Das heißt, ich könnte hier jetzt nochmal zwei Chunks rübergehen und mein ganzes Holz hinlegen. Dann habe ich hier einen Bereich. Habe mir gedacht, könnte ich ja eigentlich Holz hin machen und dann hier sozusagen die Holzfällerhütte und dann dasselbe nochmal hier, weil das anderes Biom ist, ne? Weil kann ich hier Spruce Wood und hier anderes Holz, was halt wachsen soll, reinpacken. Ja, und ernten lassen. Automatisch. Ja. Und da gibt's was in dem Pack. Das sollten wir uns angucken. Das sollten wir bauen. Das machen wir jetzt auch. Und zwar, da gibt es hier einen schönen, der heißt Basic Automation. Das ist ja einmal sozusagen die Pipes von Project Red. Die könnten vielleicht am Anfang dafür da sein, dass man sagt, okay, man transportiert ins Lager. Und dann haben wir halt einen Bereich. Ja, den finde ich total super. Der ist da unten. Und der heißt Your First Automation. Und ich brauche dafür einen Card-Assembler. Und für den Card-Assembler brauchen wir Roboterarme, LV, Konvoiermodule, LV, LV-Maschinenhall. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir schon was da haben. Natürlich nicht. Das heißt, ich haue mal bitteschön ein Stack Iron Rods rein. Mir ist egal. Wir brauchen Iron Rods, weil das wird jetzt gleich im Dutzend billiger produziert. Das geht mir jetzt am. Hier wird schon was vorbei. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Kupferkabel. Wir brauchen isoliertes Zinnkabel. Die Eisenkabel werden gemacht. Gut. Dann heißt es jetzt für mich: Kupfer nehmen. Bau. Aber die Bending-Maschine ist schon mal durch. Läufst du gleich wieder. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts brauche da drin. So, und wir brauchen natürlich noch. Geht leider jetzt auch weg, wie blöd. So, jetzt brauche ich hier 63 Stück. Davon brauche ich 7. Ein. Hier kommt raus 24. Nein, hier kommt nicht raus. Kommt wieder rein. Also, ich schmeiße jetzt hier meine Folie rein, bis so viel, bis das ganze Plastik wieder draußen ist. Und dann werden hier Zinnkabel hergestellt. Kann nicht zu viel Zinnkabel haben, sondern nur zu wenig. 20 Stück. Das heißt, mein nächster Stack, den kann ich gleich hinlegen. Wird hier dann Sinn sein. So. Hier läuft das letzte Zinnkabel rein. Platten rein, du rein, den Kabel mitnehmen. So, die Filter und die Conduits kann ich gleich hier mit reinpacken. Kann mal schauen, wie weit das Pulsating ist. Ist auch schon fertig, sehr schön.
Falls wir nämlich Pipes brauchen, nehmen wir die. Ich brauche noch dreimal Poly. Wird auf jeden Fall alles interessant, weil wir möchten da auch Poly herstellen. Das heißt, ich muss auch Biomasse auch noch herstellen. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die Biomasse herstelle. Das ist... Ja, weil Biomasse eigentlich ist es... Also ich hätte gesagt, es ist eigentlich eine Vorstufe zur Verarbeitung von... Ethanol. Und Ethanol kann man halt auch als Kraftstoff verwenden. Und Biomasse eigentlich auch. Und dann hätte ich gesagt, dann macht man das doch dann gleich so, dass man dann sagt, okay, das macht man halt in der Raffinerie. Dafür habe ich ja noch die andere Seite. So, Kondo jetzt auch noch drei Stück fertig. Wird jetzt halt immer wieder mehr. So, dann schaue ich mir jetzt das gleich mal an. Ein Rotz 64 Stück. 16 Stück. Dass ich da schon welche hatte. Da haben wir gleich 1,5 Stacks. Bin auch nicht böse drüber. Danke. Okay. Da haben wir noch mal mehr Kabel. Oder da ist ja der Lahmarsch. Komm, mach hin. Wir möchten hier fertig werden. Ich brauche für den Card Assembler brauche ich da auch, ja, Konvoier. Das heißt, ich brauche da auf jeden Fall auch 12 Stück. So, ich brauche auch noch Pistons. 2 Stück. Jetzt Stahl, ne? Ja. Und die Bending. Dann brauche ich 4 Rods. Und 2 Small Gears. Gleich mitnehmen. Muss man schnell aufhören. Darf's gleich weitermachen. Okay. Und weiter geht's. Dich mitnehmen, dich mitnehmen. Mitnehmen. Habe ich irgendwas? Ja. Hackfurnace. Machen wir den Hut rein. Und dann Maserator. Dann lasse ich durch den durchlaufen. Das muss ja jetzt bombenschnell gehen. Kann das machen. Dann heißt es, ich kann jetzt noch meine Rods mitnehmen. Alles gut. Dass ich alles da habe. So, also das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Der gehört eigentlich woanders hin. Dich brauche ich hier. So, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall. Ich brauche jetzt dann die Pistons. Da brauche ich schon mal 2 Motoren. Dann brauche ich 4 Motoren für die da und ich brauche noch mal 2 Motoren für die da. Ich hoffe, dass ich es richtig habe. So, dann brauche ich die Konvoier. Dann habe ich die Pistons. Dann habe ich die. Dann brauche ich die Roboterarme. Und 2 Circuits vergessen. Stimmt, die brauchen ja Circuits, weil die müssen sich ja bewegen. Da brauchen wir noch ein wenig mehr.
Weil, wie gesagt, Strom müssen wir ja auch noch anschließen. Ne? Das heißt, wir brauchen auch noch Transformer und den ganzen Dünnpfiff auch. So, ich habe die Rods da. Ich habe die. Ah, ne. Das habe ich noch nicht umgestellt. Habe ich zwei Motoren? Hüpsi! Dankeschön. Okay, Hammer. Also wir haben jetzt zweimal die, zweimal die. Dann brauche ich noch einen LV Maschinenhall. Das haben wir da. Das klaue ich denen jetzt mal. Obwohl ich weiß, für was das ist. Das ist nämlich dann schon mal das alles, was vorbereitet wurde für den Scrubber. Aber das ist momentan jetzt noch nicht so wichtig. Das heißt, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Dann brauchen wir jetzt als nächstes die Large Iron Paints und Stahlschrauben. Und dann brauchen wir die, ich hoffe, dass wir das alles auch, ja, okay, die Stahlschrauben können wir uns denken. Da brauche ich 4 Iron Paints, um eine Large Paint zu machen. Und die müsste ich dann auseinanderschneiden. Naja, okay, das ist wiederum Blödsinn. Nein, keine Schrauben, danke. Das heißt, ich brauche eine Iron Plate. Ein Casing und Wasser. Und ich hoffe, dass dann nicht. Ja, geht auch. Iron Item Casing. Dann hätte ich mal gesagt, dann holen wir uns da mal 8 Stück. Dann brauche ich aus dem Ding da jetzt das Casing. Das kommt jetzt da rein. Gib ihm. Okay. Ich hoffe, dass das reicht. Also wir haben jetzt das 16 Stück. Da haben wir einen Cutter rein. Genau, jetzt haben wir da 4. Und wir brauchen Huge. Large. Iron Pain. Hier haben wir hier. 2er, wo habe ich jetzt die 2er geklaut? Ich habe gedacht, ich habe den von hier gemopst. So, 52 Stück. Rein. So. Davon brauche ich jetzt, glaube ich, auch noch 8. Also ich gleich mehr machen. Wie gesagt, wir brauchen sowieso von dem Ding irgendwann 2. Dann ist es egal, ob wir einen oder 2 bauen. Also. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch Simple PCBs. Dafür brauche ich Fine Gold Wire. Okay, geht einen kleinen. Ich brauche einen 2er Circuit. Ich brauche schon wieder normale Circuits und ich brauche Circuit Boards. Ja, da stand noch rauschendes Männchen rum. Ich habe es gesehen. Das heißt, ich brauche davon 2. Auch davon 2. Ich habe schon gesagt, Fine Gold Wire, ne? Aber ich brauche da. Acht.
Ja, sehr schön. Heißt, ich kann. Und das Zinnkabel wieder später machen. 8. So, dann brauchen wir Pulli. Ich glaube, 144 reichen. Genau. Socket Nummer 2 haben wir drüben. Da habe ich auch ein 2. Wo habe ich den 2er Socket geklaut? Ich habe irgendwo da raus den 2er Socket geklaut. Ich weiß nicht mehr wo. Hm. 1, 8, 24. Ich packe jetzt mal hier rein. Vielleicht habe ich ihn da raus. Ich weiß es nicht mehr. So. Jetzt ist der einmal durchgelaufen. Da rein. Das Schöne ist ja, weil ich glaube, unser Sebo bereitet nämlich schon alles vor. Fürs Black Steel. Und ja. Hier war dann so viel Pollution, dafür gibt es dann hier diese offenen Männchen. Dass man halt diesen Scheißeffekt nicht hat. So, okay, dann habe ich jetzt hier. Oh, jetzt ein Zweier. Ich habe gerade einen Zweier weg, ne? Haben sich auch einige gefragt, haben mich jetzt der doof? Ja, ist er. Und? Bin sogar stolz drauf, dass ich doof bin. Was habe ich jetzt vergessen? Ich habe Circuit Boards, ich habe die Circuits. Am besten geht es nicht mit den anderen Circuits, ne? Also nochmal Board, Circuit. 8 Fine Gold Wire, 2. Ach, das ist Zinn. Das ist gar kein Polyethylen. Das ist natürlich doof. Man sollte mal richtig lesen. Acht ist drei. Naja. Wenn. Hab ja gerade gesagt, doof und stolz drauf. Bin ich immer noch. So, das heißt, das Zinn geht immer da rein. Hä? Gibt ja Wege, ne? Das kommt da rein, das kommt da rein. Nehme ich mir halt noch mehr mit. Stimmt, ich brauche nicht. Das wäre ein bisschen eichteuer, ne? Wenn du da auf einmal einen kompletten Stack, wenn du nur zwei oder vier Circuitboards rauskriegst. Ja, das. Ja, da den ich Dream besuchen. Den ich mit ihm Nightmare on Elm Street spielen. Im Traum, den ich ihn besuchen. Ja, so kriegt man auch Circuit Boards zusammen. Ja, aber wie gesagt, wir brauchen halt das Holz. Und ich möchte halt vor allem, dass das Holz dann halt die ganze Zeit dann gefarmt wird. Und ja, und dann, wenn man halt einiges hat, müssen wir halt immer wieder mal hinlaufen und dann das austauschen. So, also, dann das rein, das rein, das rein und das rein. Wir schaffen das schon noch. So, dann haben wir jetzt Simple PCB. So, die Simple PCB waren da und du warst da. Und wir haben einen Card Assembler. Dankeschön fürs Bimmeln. So,
Und es ist einiges aufgegangen. Ja, Wollinger. So, jetzt schauen wir mal gleich, was wir brauchen für den Cargo Manager. Wir brauchen, wow, nochmal das, nochmal huge. Large Dynamic Paints. Oh, dann brauchen wir Large und Molten Redstone. Klasse. Wir brauchen noch mehr Krümpel. Also, fangen wir schon mal an. Das werden wir dann sozusagen. Ihr kriegt es ja wegen mit. Ich bin ja gerade dabei, ein bisschen die Folgen sozusagen einzukürzen. Ja, sonst schaffe ich es. Ich schaffe es sonst nicht mehr. Weil sonst müsste ich noch in einen Tag mehr reinbauen, wo ich sagen kann, okay, da kann ich ihn wieder aufnehmen oder ich kann schneiden und rendern. Also, wenn ihr euch mal wundert, dann habe ich es nicht geschafft, weil ich muss ja immer ungefähr von Freitag bis Montag 6 Folgen aufnehmen. Bis spätestens Sonntagabend auch die Folgen dann gerendert haben. Also ich nicht vergessen. Wir reden auch immer von den Folgen noch, die wo ich noch zusätzlich davor habe. Also meistens habe ich hier noch ein oder zwei Wochen. Diese müssen bis Sonntag gerendert sein, dass ich sie am Montag allerspätestens hochlade. Ich könnte sie auch noch am Dienstag hochladen. Aber ich habe festgestellt, YouTube schafft es dann meistens nicht mehr, die sozusagen komplett zu rendern, und zwar in 2K. Weil ich lade meine Videos momentan noch in 2K hoch. Könnt ihr mir auch sagen, schaut ihr euch 2K an, 4K an, sagt ihr, nee, Full HD reicht komplett. Weil vielleicht gehe ich dann auch mal irgendwann runter und sage, okay, wir rendern jetzt alles in Full HD, also in 1024. Dann geht es vielleicht schneller. Ich weiß es aber nicht. Bin ich ganz, das, ja, ne? Aber wie gesagt, könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das so anguckt. Ja, und wie gesagt, und wenn ich, wie es halt die ganze Zeit in 2K habe, da ist es halt wirklich das Problem, dass ich es halt, wie gesagt, spätestens am Montagabend hochladen muss oder Montagnacht hochladen muss, dass er dann, wie gesagt, ab spätestens Mittwoch in 2K sind. Wie gesagt, wenn ich es nicht schaffe, kann es halt sein, dass ihr noch HD oder Full HD habt. Weil ich habe auch von euch schon ein paar Kommentare gelesen, wo einige schreiben, hey, deine Videostracks sind nur in der ganz schlechten Qualität. Ja. Also wie gesagt, dann ist es halt das passiert, was ich eigentlich ganz, ganz ehrlich vermeiden will. Ich habe das Video sozusagen kurz vor Veröffentlichung hochgeladen. Das heißt, dann ist das erste Mal Rendern durch. Dann ist er 320p, glaube ich, oder so. Ist das Standardformat, was er dann macht. Und dann läuft ja sozusagen im Hintergrund die ganze Zeit das nächste Rendern. Ich glaube 640, 27, 1024. Ja, also das heißt, er muss das Video viermal durchrendern, bis er bei 2K ist. Ja, weil er das halt nicht sofort in 2K macht, sondern er nimmt das Originalvideo und rendert halt zuerst die langsamste Art, die kleinste Art und die schnellste Art durch. Das dauert meistens nicht länger als 5 Minuten. Und die größte Art, das dauert halt ewig. Also das kann halt sein, dass das zum Beispiel 2 oder 4 Stunden dauert, bis er das komplett durchgerendert hat. Oder vielleicht macht er das auch parallel, ich weiß es nicht. Und ja, dann kommt es halt zustande, dass dann auf einmal halt eine schlechtere Qualität am Anfang da ist. Ja, und jetzt hat der liebe Onkel wieder die ganze Zeit geblabbelt. Nee, aber wie gesagt, ist wirklich wichtig für mich, für euch auch. In was für einer Qualität schaut ihr es oder wollt ihr es haben? Kann natürlich auch sein, dass zu mir gesagt wird, hey, du bist der Einzige, der wo 2K macht. Ich bin eigentlich total davon ausgegangen, dass du 4K machst. Auch kein Problem. Reinschreiben. Kann auch noch auf 4K aufnehmen.
Kein Ding. Aber wie gesagt, ich merke jetzt zum Beispiel zwischen. Ja, doch, ich merke es. Also, wenn ich ein 720p-Video habe und ich schaue es mir in meinem Multimedia-Fernseher im Wohnzimmer, der etwas größer ist, an, da merkt man einen kleinen Unterschied zwischen HD und Full HD. Den Unterschied zwischen Full HD und 2K bzw. 4K, da ist mein Fernseher zu klein, obwohl der groß ist. Das müsste ich schon mit dem Beamer dann da oder mir im Kino anschauen, glaube ich, dass ich da einen Unterschied noch sehe. Weiß nicht, wie es bei euch ist, also mir kommt so vor. Ja, also wir haben jetzt den Steve Katz Ding, den packen wir jetzt dann auch gleich mal hier rein. Und ich packe meine Boards mal hier rein. Das rosa Männchen, das orangene Männchen. Rosa ist jetzt noch nicht. Packe ich mal da rein. So, und dann habe ich jetzt dann hier meine Kiste. Und da packe ich jetzt einfach ganz stupide. Jedes Mal, wenn ich irgendwo weglaufe, habe ich einen neuen Socket in der Tasche. Den habe ich jetzt aber, glaube ich, von hier geklaut. Nee, haha. Ich weiß, wo ich den Zweier her habe. Und ich weiß jetzt, wo ich den Vierer her habe. Der Zweier kommt von hier, der Vierer kommt von da. Der Zweier gehört nämlich in die Bending Machine. Weil man hier die Double Plates macht. Okay. So. Und warum hat jetzt der liebe kleine Drake angefangen, sein Inventar sauber zu machen? Ja, das hat einen Grund. Schaufel weg, das weg, das weg. Du kommst dahin. Das kommt auch weg. Ranch kommt weg. Ich habe ein bisschen Platz. Denn ich habe in der letzten Folge gesagt, entweder in der letzten oder in dieser Folge werden wir uns mal angucken, wie es mit den Quests ist. So, Enchanted Book. Was für Enchanted Book? Forged 2. Ja, claim. Kann jetzt zwar sein, dass wir das nochmal haben. Aber wie gesagt, was ich gleich aufräumen kann, räume ich gleich weg. Also für alle die, die muss sagen, nö, das interessiert mich nicht, was du auswählst. Für die, bei denen bedanke ich mich schon mal. Für alle, die wohl sagen, ja, ich möchte mir noch dein Gewafel anhören und auch ansehen, was du da auswählst. Ihr seid noch willkommen, das wird noch ein bisschen dauern. Oh, ich krieg sogar ein Pferd. Da steht ein Pferd auf dem Flur, wenn ich es spawnen lasse. Kann mir mein eigenes Pferd holen. Sehr schön, ich muss es nicht sammeln. Okay, da gibt es einfach nur Reis. Kommt gleich weg. Was haben wir hier? Werden nicht mehr verhungern. Ach ja, apropos, wir haben da mal was rausgefunden. Durch Zufall. Und zwar, wenn man jetzt hier dort drauf guckt, ne, steht es dort: Not eaten recently, not eaten yet. What does it taste like? Habe ich mal, glaube ich, drauf angesprochen. Das heißt, alles, was jetzt, und genau, und da habe ich jetzt Eden assisted in adding Hertz. Das sind diese Herzen. Und wenn man halt genügend verschiedene Essen gegessen hat, also wo jetzt das noch so dort steht, not eaten recently, oder not yet eaten, Entschuldigung, das kann ich halt dann essen. Und je mehr, dass ich, wie gesagt, dann braucht man halt so und so viele. Und dann kriegt man wieder da unten ein Herz dazu. Warum werden wir auch das Restaurant brauchen? Weil wir möchten ja die ganzen Essen auch herstellen. Ja. So ist das. So, Ludwig Steam Age. Danke. So, und dann haben wir hier noch die Tür. Pressure Plate, Ludwig. Ach, komm. Wir sind zu faul, Türen herzustellen.
mal das. Dann machen wir wieder der. Das da weg. Sehr schön. Da gibt es natürlich auch noch Trick 2. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin. Und ich drücke jetzt auf Claim All. Yes. So, und jetzt hat er alles geclaimed. Wo ich nichts auswählen muss. Das geht auch noch für schnell. So, das weg, Schokokuchen. Wie gesagt, den Rest werden wir irgendwann sauber aufräumen. Da. So, das hat er dann alles geclaimed, was ich halt da drin hatte. Und überall, wo man halt was aussuchen kann, da geht's halt nicht. So, hier nehmen wir Stahl. Hier nehme ich ein Filing-Kabinett. White. Ach. Nimm Black. Damaskusstahl ist klar. Stahl. Und hier noch. Nee. Weiß ich nicht, mit was er schon wieder rumspielt. Ach so, er war wieder in der Mauer gesteckt. Alles klar. So, Räumchen. Stahl. Damaskusstahl. Bronze. Oak Drawer. Auch noch das Lager. Haben wir auch. So, da oben haben wir noch was. Gypsum oder Kalzit. Nimm ich. Gypsum. Geil. Ja. Und in doppelter Ausführung. So. Möchte ja nicht niemand bauen. Schlimme ist, könnten wir sogar. Wir könnten sogar zwei basteln. So, rein damit. Da rein. Passt. Ja, kann man ja dann nochmal kompressen. Da kriegt man Eis raus und dann kann man das crushen. Die es nicht mitbekommen haben. Ja, einige werden schon sagen, der erzählt immer alles doppelt und dreifach. Ja, so, claim all, yes, ja, so ein bisschen viel. So, du kommst dahin, du bist dahin. Dahin, ich glaube da draußen haben wir schon mal die Zellen. Filing-Kabinett kommt da rein. Null! Mushrooms, du! Wollen die mich verarschen? So. Was haben wir noch? Kakao. Milchshake. Brot. Also, nee. Da drin. Gott. Das weg, das weg. Tanks. Leere Zellen. Mehr zum Futtern. Das ist auch alles weg. Wir laufen mal hier rüber. So, dann habe ich hier meine Erzkiste zum Aufräumen. Adit. Hier.
Da, okay. Also, wir machen aber jetzt schnell weiter, weil sonst hocken wir nächste Woche noch da. So, was habe ich denn hier? Ja, das ist klar, ne? Purified Diamonds. Analyte Copper, das ist scheißegal. Elektrum ist teurer. Braucht man Gold und Silber. Blaze Powder. Wir haben zwar einen Blaze Powder Spawner, aber ich habe mich seitdem nicht mehr rüber getraut. Nämlich doch Close Down. Ist egal. So, was haben wir hier? Lootbag. Saltwater Cell. Large Steel Flu. Ja, klar. Eigentlich überlegen. Das interessiert mich beide schon nicht mehr. Dann habe ich ja gesagt, darum muss ich jetzt jetzt anfangen. Die Goldfolie ist auf jeden Fall wichtig für die anderen. Dann haben wir hier Rubber Pulp. Kann ich dann meine Wände machen? Battery, Al nee, Lithium. Wir brauchen Lithium. Dahin, Tasche. Ja, genau. Der Hammer. Das kommt da rein. Da. Da. Jawohl. Da rein. Das wird aufgeräumt. Glowstone nach oben. Elektrum. Aber Pulp. Warum habe ich Black Ding genommen? Ganz einfach. Hat einen einfachen Grund. Weil das ist auch sozusagen Tinte. Das brauchen wir für Saumkraft. Gibt auch mal ganz schnell Erklärungen, wieso, weshalb, warum man was auswählt. So. Dann haben wir hier jetzt doch die da. Mining Pipe. Mehr Mining Pipes. Freuen Sie sich, wenn Sie wieder einmal kriegen. Die werden hier nämlich gefressen, glaube ich. So, dann nehmen wir auf jeden Fall Empty Cells. Nochmal Empty Cells. Der Circuit ist mir egal. Seed Oil, ja klar. Haben wir es da hinten noch? Ja, Oxy nehme ich, weil es sind auch nochmal Zellen. Ist doch auch schön, oder? Wenn man sich für einige Sachen die nimmt, um die Zellen zu kriegen, die wo hinten dranhängen. Weil die brauchen wir nämlich sowieso wie Sau. Also das ist nicht mehr normal, was wir hier an Zellen mittlerweile verbrauchen. Ja, da sind wir da. Ist mal da ein Stack. Da ist mal da ein Stack. Und da habe ich schon gesehen, da gibt es auch nochmal eine komplette Reihe. Passt. So, da haben wir jetzt noch hier einen. Dann nehme ich die Gast. Ich hoffe, dass ich die Netherwarzen, die wo wir gefunden haben oder haben, dass wir die auf jeden Fall vermehren können. Dann ist das auch schon mal gegessen. Gott. So. Yes. Essen, essen. Dann haben wir hier vier. Da wieder Mining Pipes. Die kann ich gleich ein Dutzend billiger verschwenden. So, dann haben wir das hier. Schnell sein, nicht, dass es auf einmal decayt. Das wäre ganz übel. Das da. Astiers habe ich hier keine drin, ne?
Aber die Treppen kommen raus. Nee, egal, kommen die erstmal hier hin. Perfekt. Dahin. Was haben wir hier? Flawless. Weiß nicht, wenn ich immer Flawless lese, kommt mir sofort Mortal Kombat in den Kopf. Mit Flawless Victory. So, 2-0er Circuits haben wir auch noch. Die packe ich jetzt erstmal da draußen rein. Dahin. Oh, Huge Steel. Die kann man bestimmt gebrauchen und spätestens nur um Stahl rauszukriegen. So, Battery Alloy. Wieder Rubber Sheets. Die, wo wir verbraucht haben, haben wir wieder gekriegt. Ein Alu. Dann haben wir hier noch Double Stainless Steel Pipes. Das ist eigentlich auch perfekt, um Stainless Steel rauszukriegen. Alles Stainless Steel oder bin ich jetzt doof? Ein lauter Stainless Steel Pipes. Kann nicht sein. Müssen Items Pipes sein. So, Gott, da muss ich jetzt wieder so viel wählen. Wirecutter. Einfach nur, weil es am schlimmsten ist, den herzustellen. Da nehme ich auf jeden, nee, da nehme ich das Lootback, weil das Aluminium Silikon, mit dem kann ich um mich schmeißen. Gallium Arsenid, klar. Lootback. Selbes Spiel wie gerade. Terra Lens, Emerald Lens, Terra Lens. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich eine Terra Lens schon mal gebaut habe. Okay, wir haben drei. Ist egal. Die andere hatten wir auch. So, dann haben wir hier Ruby und Diamond. Nehme ich auf jeden Fall Diamond, weil die werden wir nochmal brauchen. Und wenn es für eine Brille ist oder sonst was. Random Access Memory Chip. Integrated Logic Circuit. Reinforced Glass Lens. Aber sowas von. Habe ich das schon? Ja. Dann nehme ich dich. Redstone. Nein. Lootback. Polyethylene Sheet. Ja, aber sowas. Die Universal Fluid. Wenn ich jetzt die nehme, die wäre ein bisschen bescheuert, ne? Dann nehme ich das Lootback. Ich nehme das Lootback, komm. Da wollen wir ja auch demnächst noch hin. Ja, da ist es klar, was ich nehme. Da pfeife ich auf die Aluplatten. Dann nehme ich Ethylen. Dann nehme ich nochmal Ethylen. Programmed oder empty. Ne, nehme ich den Nuller. So, was haben wir hier noch? Da nehme ich dann die empty. Und dann nehme ich den Lootback. Dann kommst du dahin. So, Selen kommt da rein. Das kommt da rein, da rein, da rein. Polyethylen-Sheet packe ich erstmal hier hin.
Da haben mehrere genauso gedacht wie ich. Motoren habe ich hier. Und Suppe hier. Das Schlimme ist, irgendwann weiß man, wo man hinlaufen muss, ohne mehr nachzudenken. Hat Vorteile. Gibt aber auch Nachteile, wenn man irgendwann umbaut, will man immer noch in die alte Ecke. So, dann sind wir jetzt hoffentlich ziemlich schnell. Bankloader Coins. 24 Stunden. Perfekt. Weiß ich auch, warum, dass wir auf einmal so viele Outdoors haben. Auch nicht schlecht. So, ich glaube, da habe ich draußen die Kiste. Ja, wir sind hier noch drin. So, Elektrum und Stainless Steel, okay. Noch mal Dosen. Schon richtig. Ja. Dann zack. Das ist die längste Folge ever. Ja, da ist es. Oh, Large PTF E-Fluid Pipes. Jetzt ist halt einmal eine Frage, ne? Usage. Receipt. PTFE. Also ich könnte sozusagen das wieder zurück machen und dieses Material rauskriegen. Nein, ich nehme die Advanced Circuits. Komm, HV Circuits sind noch teuer für uns. Stainless Steel, das ist nicht mehr so teuer. Ja, ich bin schon mal durch. Dann habe ich jetzt diese schönen Blöcke, Gartenzolls. Die sind auf jeden Fall wichtig, die braucht man dann für die Felder unten. Doomplant. Rootback IC2 Crops. So, okay. Die Circuits räume ich noch auf und das Gallium. Schau mal. So, das ist ein Tiny Pile. Haha. Da hat er mich wieder verarscht. Ich habe da jetzt nicht drauf geguckt, dass das Tiny oder Small ist. So, aber das sind jetzt 53 Minuten. Die wir jetzt noch auf jeden Fall komplett so lang durchgehalten haben. Wir haben noch ein bisschen was. Das werden wir uns mal aufheben. Da habe ich auch schon alles geclaimed. Total lustig. Ich habe da ein Ding, dass ich noch was claimen kann. Kann aber nichts claimen. Coins. Will ich nichts claimen. Reward Area ist auch klar. Nein, aber wie gesagt, das machen wir dann beim nächsten oder beim übernächsten Mal wieder. Räumen den Rest auf. Dann räume ich jetzt insgesamt auf. Für alle, die wo durchgehalten haben, nochmal vielen Dank. Ja, wie gesagt. Stimmt mit ab, was ihr anschaut. 720, 1024, 2K, 4K. Könnt auch schreiben, HD, Full HD. Weiß ich dann auch, was ihr meint. Und wenn ihr sonstige Fragen habt, auch in die Kommentare schreiben. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und dann geht es natürlich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.